Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Geosystems, Bauwerkparkett und Gallus Media. Aus 42 Studierendenteams von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen, der WTT Young Leader Award 2020 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Wenn man an Appenzell denkt, kommt einem als erstes vielleicht nicht gerade Hightech in Sinn. Die Appenzeller Firma Podartis AG gehört aber zu den ersten Adressen, wenn es um additive Fertigungstechnologie und industrielle 3D-Druck geht. Die Möglichkeiten dieser Technologie sind schier unbegrenzt und darum hat Podartis bei der Ostschweizer Fachhochschule, ein Praxisprojekt in Auftrag gegeben, um allfällige neue Marktchancen abklären zu lassen. Unser Auftrag war, um potenzielle Geschäftsfelder für Podartis AG zu finden, wo sie sich ausweiten können. Also Podartis AG ist aktuell in einem sehr dynamischen Markt, der auch stark am Wachsen ist. Darum ist es wichtig, dass sie sich auch in neue Felder ausdehnen und diese Aufgabe haben wir für sie können übernehmen und ausführen. Vom Praxisprojektteam hat sich Podartis einen frischen, unbelasteten Blick auf den Markt erhofft und damit ein paar unkonventionelle Denkanstöße. Der 3D-Druck, das ist ein riesiger Markt. Und wir werden diese Resultate noch weiter verarbeiten, um schlussendlich Entscheidungen herbeizuführen, in welche Richtung dass wir weiter investieren werden. Viele Kundenbesprechungen mussten wegen der Corona-Situation online stattfinden. Der Kontakt zum Auftraggeber war das noch intensiver und enger als normal. Also wir konnten gut in die Arbeitsweise der Podartis hineinschauen. Wir konnten ihnen immer wieder unseren Stand mitteilen, können schauen, ob sie die richtige Richtung geht. Und das war so ein bisschen das Positive am Ganzen. Die Antworten haben sie nicht an sich herentragen lassen, sondern sind mit viel Elan proaktiv auf ihre Aufgaben zugegangen. Das hat dem Karl Neumüller, ihrem Coach von der Ostschweizer Fachhochschule, besonders imponiert. Sie haben praktisch die Kundschaft im positiven Sinne vor sich hergetrieben. Sie haben weniger abgewartet und sind mehrheitlich auf die Kundschaft zugegangen. Professionell, kommunikativ und empathisch. Aus den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten vom 3D-Druck haben die Studierenden mit einer Trendanalyse 13 potenzielle Geschäftsfelder herausgefiltert. Mit einer Nutzwertanalyse haben sie die Liste auf die 3 vielversprechendsten Geschäftsfelder reduziert. Für die haben sie eine Markt- und Wettbewerbsanalyse durchgeführt und haben dann für das potenziell beste Geschäftsfeld mit einem Business Canvas ein Geschäftsmodell entwickelt. Diese Angaben sind genau das, was der Podartis AG noch gefehlt hat. Wir sind bereits schon von vornherein in verschiedensten Märkten tätig gewesen, aber wir haben die nie bewertet. Und mit dieser Arbeit haben wir jetzt effektiv die verschiedenen Geschäftsfelder auch bewertet und haben so eine Entscheidungsgrundlage für die Zukunft. Welche Geschäftsfelder, dass sie die enger Auswahl gekommen sind, wird Podartis für sich behalten. Was man aber darf laut sagen, ist, dass auch das Praxisprojektteam von der Ost in die enger Auswahl gekommen ist. Es steht im Finale des WTT Young Leader Award in der Kategorie Managementkonzeption. Dass wir nominiert sind für den WTT Young Leader Award 2020, ist sicher ein schönes Gefühl. Wir sehen hier, dass unsere Arbeit geschätzt und gewürdigt wird. Wir als Gruppe sind sowieso stolz auf unsere Leistung und es ist auch schön, dass man sieht, dass das von außen auch so betrachtet wird. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2020? Preisverleihung findet am Dienstag, 8. Dezember in der Tonhalle St. Gallen und per interaktivem Livestream statt, mit der Zusammenfassung am 9. Dezember auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Thurcom, St. Galler Stadtwerk und Scandola Light Audio Media.